Mutation, you've made excellent progress. You're doing great. You need you to stay calm and try to relax while we go through these next steps. We're going to attempt to alleviate some of this discomfort. Heute ist nicht nur Silvester, du berichtest morgen auch zu einer sechsmonatigen Auslandsreise mit Freunden auf. Mom, Dad und deine Schwester Jennifer haben beschlossen, das alles mit Party zu feiern. Ohne. Das Haus ist voll. Du bist ja im Wohnzimmer und üblich kennst du niemanden wieder. Ciao. Der Raum ist voll fremder Leute, die sich unter allen Freunde von Mom und Dad eine Tür führen in den Flur. Das verstehe ich nicht. Okay, dann halt. Gehe. Flur. Wand sie einen Weg durch die Menge in den Flur. Der Flur ist so einladend wie immer. Nur hat diesmal jemand ein großes Spruchband an den Wänden aufgehängt. Halb geleerte Gläser stehen verlassen auf fast jeder horizontalen Fläche. Die Treppe führt hoch, allerdings findet die Party ganz klar unten statt. Küche. Gehe Küche. Das heißt immer, die besten Partys finden in der Küche statt. Die Küche ist voller Leute und laut auf dem Tisch in Essen und Drinks. Die Party ist in vollem Gang. Dad hat einen Schweinebraten zubereitet, der stolz auf dem Tisch thront, obwohl niemand davon isst. Ja, dann esse. Ist. Braten. Vielleicht später. Bier. Du schenkst dir einen Drink ein, schönes locker angehen zu lassen. Schaue. Kühlschrank. Daran ist nichts Ungewöhnliches. Okay. Sprich Braten. Öffne Kühlschrank. Den Kühlschrank und nimmst dir ein helles Bier, sehr erfrischend. Okay. Trinke Bier. Du schenkst dir einen Drink ein, schön, es locker angehen zu lassen. So, dann gehe Flur wieder. Du gehst zurück in den Flur. Der Flur ist so einladend wie immer, nur diesmal jemand ein großes Spruchband. Das war ja hatten wir schon. Dann gehen wir mal nach oben. Aber erstmal dies. Spruchband. Gute Reise, James. Endlich bist du nicht mehr auf die Niete in der Familie. Na, danke. Die Treppe. So, gehen los zu mir. Du hast versprochen, um bei der Party zu bleiben. Okay, gehe draußen. Du kannst nicht einfach so verschwinden, schließlich wird die Party für dich veranstaltet. Okay, dann halt. Geh ins Wohnzimmer. Du schiebst dich den Leuten vorbei, um ins Wohnzimmer zurückzukehren. Heute ist nicht nur Silvester. So, ja, komm. Sprich, Freunde. Tauschwürdig gar nichts und lächelt nicht und lächelt. Okay, trinke Brettspiel. Schau, Brettspiele. Bin ordentlich und sicher verstaut. Schaue.
Freunde. Alles Freunde von Marmolette, die Jüngsten sind wahrscheinlich doppelt so alt wie du. Im Gehflur. Na komm, hat man gerade schon. Ja, jetzt will ich wohl nicht Schalter dafür. Mal gucken. Benutze Schalter. Ist mir egal. Benutze Schalter. Schlafzimmer und zum Bad. Na gut, nach unten kann ich. Gehe dann halt wieder in die Küche. Das heißt, wenn wir die besten Partys finden in der Küche statt. Dann halt trinke Bier. Trinke Bier. Warten. Tut mir leid. Ja, sprich Kühlschrank. Und schaue. Hier. Okay, Kühlschrank. Öffne. Ja, mir kann ich auch nicht mehr. Ist Braten. Gut, mir kann ich auch nicht machen hier. Gucken, schau rum. Okay, gehe. Warte mal, erstmal. Nein, nicht. Es ließ. Kammer. Okay. Ihr umarmt euch, ihr werdet einander vermissen und dankt sie für die Party. Sie fragt dich, ob die Party gefällt. Ja, natürlich. Sie rät dich trotzdem zu amüsieren und mal locker zu machen. Sie bittet dich, ihr einen Drink zu holen. Okay. Schenke ein. Die ist sie gefahren? Du schenkst ihr einen Drink ein und dir auch. Mit Jennifer kommst. Das ist nie zu peinlich und stille. Sie hat immer eine Frage. Sie möchte wissen, ob du alles für die große Reise geregelt hast. Ja. Ja, und Worte ist da so alles eingepackt und auch jede Menge freien Platz hast. Noch eine Umarmung, dann mir fehlt wirklich keine Mühe gescheut, um diese Reihe zu ermöglichen. Das ist vielleicht das, was du brauchst, um eine Perspektive zu finden und nicht mehr so viel Scheiße zu bauen. Jen wird dich vermissen, du wirst sie vermissen. Sie dreht sich um und geht weg. Jen ist in der Menge verschwunden, du bleibst stehen, nickst und lächelst in anerkennendem Gesicht dazu. Es gibt so viel zu tun für diese Reise, du darfst du nicht vermasseln, aber erstmal einen Drink. Nö, gehe. Erstmal gehe, Kammer. Du öffnest die Tür und späst hinein. Normalerweise darfst du hier nicht rein an diesen Ort bewerten, dein Vater seine guten Weine und Whiskys auf dem Boden bis zu dicke Regale und Sammler, obwohl er sie auch trinkt. Und du siehst eine Flasche mit einem Geschenkband in der Karte. Lies Karte. Du nimmst dir den Whisky und die Karte, es ist die Handschrift eines Vaters. Hallo Junge, wir sind so stolz auf dich und alles, was du erreicht hast. Du hast sie verdient. Es ist eine Flasche 25 alter Double Malt. Soll es wirklich nicht, aber ach. Mit dem Whisky lässt du den Raum auf dich wirken. Getränke hier müssen 100.
Hunderttausende von wert sein. Du solltest deinen Vater wirklich für den Whisky danken. Okay, dann gehe. Gehe Flur. Na, ciao, Whisky. Der hat dich auf Whisky gebracht. Hier gibt es keinen billigen Plunder. Sprich. Geht nicht. Gehe. Karteflasche. Egal. Schaue. Regale. Schaue Regale an. Einige wirklich teure und alte Weine schmecken sich ja voll nach irgendwas. Dann halt benutze Whisky. Tut mir leid, das verstehe ich nicht. Schau, Flasche. Ich glaube, das ist ein Geschenk von der. Daneben ist eine Karte. Trinke, Flasche. Du nimmst einen Schluck etwas besser und stärker. Hast du wahrscheinlich noch nie geschmeckt. Einfach nur wow. Gehe. Küche. Gehst zurück in die Küche. Deinen neuen besten Freund fest im Griff. Du torkelst aus der Kammer zurück in die Küche. Dieser Whisky ist wirklich stark. Du nimmst noch einen Schluck und streckst für der drüben den Daumen hoch. Er nickt und zwinkert. Gehe, Dad. Tut mir leid. Hallo? Schaue, Dad. Für sein Alter sieht er irgendwas. Hoffentlich wirst du genauso viel Glück haben. Dann halt sprich, Dad. Er sagt dir, dass er stolz auf dich ist und dass du heute Abend nicht übertreiben sollst, wegen des frühen Fluges morgen. Getränke. Whisky. Du nimmst einen kleinen Schluck von der irre tollen Whisky. Große Klasse. Okay. Nein. Sprich, Arm. Sie sind im anderen Raum und singt Loblied auf dich. Sprich, Jen. Dann halt gehe Flurmann. Ein paar Rempler noch auf dem Weg gehen raus und ein bisschen Flur auch plötzlich bleibst du stehen. Da ist Jen. Blut überströmt. Blut überströmt. Gehe. Jen. Ich starte dich an. Niemand sonst bemerkt es. Sprich, Jen. Tropf von ihr Gesicht, er spricht sich mit Tränen. Benutze Schalter. Tut mir leid, okay. Tut mir leid, das verstehe ich nicht. Schaue Jen. Tut mir leid, das verstehe ich nicht. Was ist denn jetzt los? Hier Jen. Tut mir leid, das verstehe ich nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, was ich mache. Nur zu Whisky. Warte. Sprich. Jen. I'm sorry, I don't understand. We tried our best, Mrs. Ashen, but her injuries were too severe. No, I don't understand. I was just talking to her. I'm afraid Jennifer passed away before we could get to her in surgery. We did the best we could, I am so sorry. Where is she? Let me see her. Please, Mrs. Ashen, take a seat. I don't want to take a seat. Let me talk to her. Now. I'll arrange for you to see her. In the meantime, James is in recovery. He's stable for now. I don't want to see him. Thank you.
Meine Flasche geht ja, das Video geht ja schon wieder richtig lange. Das wird auf jeden Fall ein überlanges Video. Ich mache da jetzt keine zwei raus. Du willst am nächsten gern schlafen gehen, aber Jane wartet geduldig. Wahrscheinlich im Wohnzimmer. Gehen wir erstmal in die Küche. Gehen die Küche, vielleicht sind die Schlüssel in der Küche. Die Kiste sind. Ich lese halt gar nicht mehr vor mir gerade. In der Küche ist es vor allem viel zu viele Leute, drängen sich dort, aber hier gibt es schließlich zu essen und zu trinken. Die Gäste sind wie ein Schwarm Geier, die am Braten auf der Arbeitsplatte herumhakt. Dein Vater schließt gerade die Kammer ab. Okay, ich schaue. Schlüssel. Du musst nach ihnen Ausschau halten, sie dürfen entweder in der Küche oder. Ach. Schau um! Es ist schwierig, sich zwischen all den Leuten und dem Küchentisch zu bewegen. Sprich, Dad. Dad sagt dir, dass du deine Schwester nach Hause bringen über lange fahren sollst, weil du schon ein paar Drinks hattest. Ja, okay. Schau, Kammer. Die Kammer ist verschlossen. Okay, Kühlschrank. Tut mir leid, das verstehe ich nicht. Nutze Kühlschrank. Böse Kühlschrank und guckt enttäuscht, nichts alkoholisch mehr übrig. Okay, gehe zum Tisch, geh mal zum Tisch. Dann halt nicht. Ist dran. Später. Na gut, dann geh halt zurück in die Küche, Mann. Ein Wohnzimmer. Geh. Flur. Netz. Der muss ja im Wohnzimmer ist viel entspannter als sie in der Küche. Verschiedene Gäste sitzen auf Sessel und unterhalten sich gepflegt. In der Mitte des Hauses steht ein Couchtisch. Seine Mutter scheint im Barschrank ein Drink zu sein. Schaue um. Ein Couchtisch, ein Barschrank. Vor einem der Sessel sind Jacken und Mittel angehäuft. Gehe, Mutter. Man kann ja mal. Ach, dann halt mit. Sprich, Muttermann. Die kommen sofort, trennen meinen Sohn, geht nach Amerika, sie umarmen dich. Schaue. Arschrank. Die Feierspiritosensammlung deiner Mutter. Da drin sind definitiv keine Schüssel. Schau ja. Bis du deine Jacke findest. Ha, die Autoschlüssel sind in der Tasche. Du schnappst sie dir beide. Okay, dann halt gehe. Oh, der ist besoffen gefahren. Ja, der bedankt sich bei dir. Sie muss morgen, aber niemand ist noch in der Lage zu fahren. Weil du bekommst das schon hin, du kennst die Straße schließlich wie deine Westentasche, oder? Klar. Geh hier draußen. Du öffnest die Haustür und trittst hinaus in die klirrende, kalte Luft.
Die Luft ist eisig, du bist froh, dass du deine Jacke dabei hast, als du von der Veranda trittst, bemerkst du eine dünne Schneedecke auf dem Boden. Uiuiui. Der Gärtner streckt sich um den hinteren Teil des Hauses. Das Auto steht vor dem Haus. Gehe. Auto. Du rüttelst etwas verwirrt an der Tür herum, bis sie dir entdeckt, dass du vielleicht Schlüssel benutzen solltest. Ja, okay, das hat sie wohl recht. Okay, wenn er schon so herumhampelt, dann würde ich aber auch als Schwester sagen, ist nicht. Im Auto zu ausgraben, wenn du mit deinem Sicherheitsgurt kämpfst, öffnet deine Schwester das Handschuhfach und gibt dir einen Zettel und einen Schlüssel, die im Handschuhfach waren. Sie sagt dir, dass das für später ist, wenn du zurückkommst. Gespräch Jen. Die starte ich an. Ernsthaft? Jetzt fahr endlich los. Okay. Benutze Auto. Das kannst du nicht tun. Oh. Benutze Bremse. Zögerlich löst du die Handbremse. Okay. Benutze Schlüssel. Du brauchst einige Versuche, aber dann bekommst du den Schlüssel ins Zündschloss. Drehe. Um. Dreh dich um, okay. Fahrer. Auto. Das Auto bewegt sich nicht, denn der Motor läuft nicht. Es ist, als wärst du noch nie. Oh, Digga, willst du nicht? Benutze. Benutze Auto dann halt. Das kannst du nicht tun. Oh, willst du mich denn verarschen? Benutze Bremse. Du versuchst die Handbremse zu lösen, aber sie ist schon gelöst. Für einen Augenblick starrst du mit leerem Blick in die Gegend. Schaue, Handschuhfach, Mann. Das Handschuhfach ist leer. Du hast den Zettel und Schlüssel. Dann schaue Auto, keine Ahnung, Mann. Starte schön und halt, Mann. Ja, würde ich ja gern. Aber ich würde ja gern fahre. Auto. Das Auto wirklich nicht, denn der Motor ist läuft nicht. Ach, meine Fresse. Ja, ist doch scheiße. Okay. Du, ich fahre sehr betrunken auf der Straße in Richtung des Ortes, in dem deine Schwester wohnt. Janice weggeht es. Komm, lass es losgehen. Das sollte nicht lange dauern. Du kommst zu einer Kreuzung. Rechts oder links, du erinnerst dich nicht mehr. Sprich, Jen. Wie schön, du legst den Arm nach links, es geht nach links. Nach links ist doch klar. Fahre links. Du biegst in der Kreuzung nach links, aber du schleunigst wieder. Zuversichtlich, dass du jetzt auf dem richtigen Weg machst. Ein bisschen locker und triffst aus dem Gas, du fühlst dich mächtig, als der Motor aufhört. Dann setzt dich aufrecht hin und packt dich an den Arm. Du bittest dich länger mal zu fahren. Okay. Sprich, Jen. Sie bittet dich länger mal zu fahren. Schreib. Okay, benutze Bremse. Du weißt es nicht, das, was wirklich passiert ist, oder? You're all over the place, James. Pull over. Jen haut dir auf den Arm und schreit dich an.
Verrückte Schwester. Verrückte Schwester. Komisch, da kommen zwei Scheinwerfer auf dich zu, aber ganz langsam, wie ein Zeitlupe. Benutze Bremse. Versuch zu agieren, aber dein Körper gehorcht nicht. Du kannst nicht zunehmen, das hier aufzuhalten. Du kannst es nicht kontrollieren. Rita verschwört mit deinem Auto, das du raus. James, for fuck's sake, pull over! It was at this very moment, wasn't it, James? The moment you lost it all. Your sister, your parents, yourself. And then you made it worse. Go on, show us what you did. Du warst im Auto, die Welt schickt den Kopf. Gertrud, Kim, die Menschen, die Köpfe an und die Kanone im 6-6 zusammengeschossen haben. Und so ein bisschen Getränk rauszuholen. Wir müssen jetzt in Gefahr, du bist hier raus. Mal benutze erstmal Sicherheitsgurt. Bleib sicher auf die Spinne. Schau, Jen. Sie ist auf dem am nächsten schwer verletzt. Sie steckt im Kopf fest. Gehe auf die Tür. Zu verarschen. Große auf die Tür. Kletterst aus dem Park. Springt. Ja, und schmeckt so, dass er mal der Groschen ist. Applaus. Responsibility. You did the right thing for you and no one else. Save yourself. Only it was wrong, wasn't it? Look at you now. Utterly consumed by it. Say it, James. Say it. Tell them. Thank you.
yourself. It has to end, James. Do you not understand? This episode you're having must come to an end. Make it stop. Do you remember? Stop the session, Mr. Ishii. Well, I think we've made progress today, Mr. Ishii. I guess we should tell the police what you've told us. Although I don't suspect they'll take you anywhere. I think you'll be with us for quite some time. Come on, let's get you back to your shows. I'll see you tomorrow. Jo, das war Stories Untold. Doch wohl sehr entspanntes Spiel, muss ich sagen. Ein sehr gutes Spiel. War aber was Nettes für zwischendurch. War cool, muss ich sagen. War auch echt, wurde teilweise echt knibbelig. Ich sage, die 612 hätte ich jetzt, weiß ich immer noch nicht. Würde ich absolut null. Oder wäre ich nie drauf gekommen. Aber, ja. Zum Ende habe ich mir fast gedacht, dass das mit einem Autounfall zu tun hat. Aber gut. War einfach knifflig. Muss sagen, war ein gutes Spiel. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt, ich musste immer lesen. Hat einem wohl doch wohl gefordert. Und war ein nettes kleines Spiel. Ich glaube für 8 Euro war es vollkommen okay. Also für den Preis hat das Spiel echt wohl gehalten. Ja, dieses Video geht lang. Ich glaube, ich schneide es doch in 2 Teilen. Weil es doch echt lang geht. Aber ich muss mal sehen. Aber gut, ja, schön, dass ihr mit dabei wart und Bock drauf hattet. War Achso, ist aber die Story schon her, dann jetzt. Jo, was soll man dazu zu sagen? Ich glaube, viel kann man auch nicht sagen. Außer, dass es echt was Gutes für zwischendurch war. Mal was anderes, sonst textbasiertes. Ja, gebt euch gerne mal in anderen Videos. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt gerade noch läuft oder laufen habe. Kann ich auch nicht mal sagen, ich glaube Mass Effect läuft noch. Und so weiter alle. Ja, mal gucken, müssen wir mal gucken. Jo, dann würde ich sagen, wünsche euch also einen schönen Tag. Bis dahin.